Hier ist Ronja und letzte Folge ist uns der Hausmeister so halb auf die Schliche gekommen. Deswegen hoffe ich, der hat uns geglaubt, als wir gesagt haben, wir sind da nur zufällig hingelaufen. Ich meine, er wirkte so. Er hat uns auch immer wieder beleidigt. Also schätze ich mal, er hält uns für zu doof, dass wir das wissen. Aber ja, ich hoffe mal, der hat uns das abgekauft, weil sonst wäre das. Und hier wurde anscheinend schon geräumt. Hier wird renoviert. Die sind schnell, ha? Huh? Also kann man nichts sagen. Die sind effizient. Schade. Okay. Hallöchen. Hallo, jetzt setzt euch mal hin. Wir sind heute und haben wir uns hier versammelt, um darüber zu reden, über die Nährhaftigkeit von Popeln. Oh nein. Okay. Viele Leute denken immer, dass Popeln total viele Kalorien haben, aber das ist eine Lüge. Okay. Denn die Popeln, die sind äußerst schmackhaft und lecker. Okay, und könnt ihr mal einen zur Demonstration essen? Ja. Hier haben wir einen Popeln, den ich extra hab reifen lassen. Den habe ich in die Sonne gelegt vor einer Stunde. Oh Gott. Ich mitgenommen. Ist es wichtig, dass man dass man die reifen lässt? Ist das ja. Weil wegen die Kalorien? Werden da schön hart, Ronja. Hör mir doch zu. Ah. Die werden dann schön knusprig. Oh. Und dann sind das wie kleine Erdnussflips. Köstlich. Wollen Sie vielleicht mal probieren? Nee, danke. Nee, ich, probieren, da? Nö. Flo, probier's doch mal, oder? Guck mal, er hat ihn jetzt extra gegeben, er hat den extra getrocknet vorhin. Nö, und Ronja meinte, ja, ist das immer so ein Frühstück? Nee, ich hab das noch nie, Morgen. Ja, stimmt das? Ja. Jetzt ist meine beste Freundin, weißt du, wir haben richtig viele Gemeinsamkeiten. Wir gehen doch dann demnächst. Ich dachte mir schon. Wir werden ja bei ihr schlafen gehen. Und dann machen wir lustigen Spaß mit der Kettensäge. Genau, mit der Kettensäge. Ja. Das wird spaßig, Flo. Müsste ich auch kaum. Zum Thema. Oh nein. Also, Popeln sind äußerst nährhaft, denn die bestehen ziemlich aus allem. Kann aber auch dementsprechend noch etwas Blut dazugeben, dann hat es einen etwas mulzigeren Geschmack. Das Lustige ist, wenn man Nasen blutet, dann kommen dementsprechend mehr Popeln zustande. Das sind dann die schönen krustigen, die dann so richtig lecker sind, die dann so richtig so kross sind und die schmecken dann ein bisschen nach Menschenblut. Aber das ist witzig, denn Menschen, also das ist wie so eine Art ewiger Kreislauf, den man macht. Also, kommt das zum Test? Dann blutet man, ja, das kommt zum Test, bitte ist alles okay. Ist das prüfungsrelevant, ja? Ja. Das Ding ist nämlich bei der Prüfung, da müsst ihr euren eigenen perfekten Popeln machen und mir zur Kussprobe geben. Aber wir machen den, wir stellen den richtig her in der Prüfung. Ja. Aber haben wir da noch genug Zeit, weil wenn der eine Stunde in der Sonne trocknen muss? Ja. Ja? Also, okay. Okay. Ihr müsst dann dementsprechend ein bisschen in eure eigenen Rezepte. Manche machen gerne mit Pfeffer, manche machen mit Salz. Mhm. Ich bin ja eigentlich derjenige, der sagt, der Koriander ist dann ganz gut, aber naja. Koriander? Wie sieht's aus mit frischen Kräutern? Kann man die da? Ja, ich muss da aufpassen, nicht so. Manche Kräuter passen so, wie so ein Pfefferkörnchen, das ist genauso groß wie so mein Popel. Weil das Ding ist, manchmal schiebe ich mich Popel mir zurück in die Nase und ich hätte damals gedacht, dass mein Pfefferkörnchen mein Popel ist, aber das war dann eine Fehlinformation und hat meine Nase gebrannt. Oh, das ist natürlich ungünstig. Das sollte nicht passieren. Ja. Deswegen, ihr müsst alles aufschreiben. Und dieses Männchen probiert mich jeden Tag täglich umzubringen, aber es sagt es nicht. Okay, das did. Okay. Weil ich bin der Herr über Raum und Zeit und kann dementsprechend wissen, wie nach und wie weit die Popel kommen sollen. Okay. Aber ihr müsst aufpassen, es gibt auch bestimmte Popeldiebe, die das Popel klauen wollen. Okay. Ihr müsst hier aufpassen. Das darf kommt ich, Test okay, darf ich kurz mit Flo kurz wohin gehen? Also, wenn ihr zusammen gucken wollt, wer die größten Puppe ist. Genau, ich würde gerne ja, das kurz vergleichen. Damit wir den Unterricht direkt vertiefen können. Ja. Okay? Ja. Komm, passt euch wieder. Wir müssen warte, rüber. Warte. Der kriegt eine 1 und du kriegst eine 6. Warum krieg ich eine 6? Nein, Ronja kriegt eine 6. Ich krieg die 1. Ich krieg ein Eis? Du kriegst eine 6. Ronja ist meine beste Freundin und du bist. Ich dachte, ich krieg ein Eis. Auch. Du kriegst 6. So. Eiscreme. Du kriegst eine 6, die Note 6, du bist schlecht. Okay. 6 Punkte von 6, das heißt, ich krieg eine 1, nice. Ich werde gleich den Direktor rufen, dann wirst du nicht mehr lachen. Okay, dann lass uns mal rübergehen. Seit wann übernimmt der eigentlich den Unterricht? Das ist jetzt nicht das erste Mal und scheinbar stört es auch einfach keinen mehr. Die Schule kriegen sie renoviert, aber irgendwie mit Lehrkräften sieht es nicht so aus, ne? Was ist denn das? Okay. Okay. So, ist die Feder.
Ist jetzt meine persönliche Frage. Ich glaub dir, Urlaub. Ich glaub, die ist eh... Wann war die das letzte Mal da? Ist irgendwas mit dir passiert? Ich mach mir langsam Sorgen. Ich meine, das kann ja auch nicht sein. Weil, ich meine, wir brauchen ja irgendwie Äpfel und ich will nicht, dass das letztes Mal, ja, ich meine, wir wissen, wie es ausgegangen ist. Schamane meinte, weil du die Sachen abgebaut hast, waren es irgendwie unreife Äpfel, die wir hatten, beziehungsweise die du hattest und dann war das nicht gut und dadurch hast du dann diese Zwischensituation gehabt. Von daher sollten wir eigentlich schon mal schauen, dass wir die wieder finden. Ja, ich mein, ja. Alma wird schon gut gehen, oder? Auf gut Glück. Ich meine, wird schon. Hast du schon einen Apfel gefunden? Ja. Oh, ich auch. Okay. Dann sehen wir uns drüben, ha? Huh? Warte. Oh, das ist natürlich clever. Dann regenerieren wir wenigstens den Baum. Mein Apfel sieht gut aus. Wie sieht deiner aus? Sieht ja aus, als wäre der schon reif? Ja. Okay, wenn er komisch schmeckt, sofort ausspucken und nicht weiter essen, okay? Oh. Flo? Ja. Bist du da? Ja. Bist du in der Zelle drüben? Ja. Mist. Kommst du bei dir raus? Ist bei dir eine Öffnung? Nö. Doppelt Mist. Verdammt nicht. Das ist nicht gut. Also, ich schätze mal, der Hausmeister hat unsere Lüge wohl doch nicht ganz geglaubt, ha? Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Ihr seid Vollidioten. Habt ihr wirklich geglaubt, dass ich euch eure sogenannten zufälligen Begegnungen immer wieder ignoriere? Dass ich denke, ja, zum Beispiel bei dem ersten Mal, dass ihr bei meinem Dino-Projekt, dass ihr da die Finger reingetan habt und dementsprechend die Zelle gesprengt. Dass ja, eigentlich schon. Hier. Also. Ich meine, sie haben uns noch nie gesehen, oder? Haben sie uns jemals in der Traumwelt gesehen? Ja, wirklich? Aber logisches Denken ist auch bei mir noch nicht so grad kaputt. Na, das weiß man jetzt Freund. Bei Ihnen nicht unbedingt. Ich meine, immerhin... Aus! Oh! Entschuldigung. Das ist mir jetzt relativ egal. Können Sie... War dann auch dementsprechend hier und habe dementsprechend die Kloneier zerstört. Dann habe ich das Ritual machen wollen, der mich in die Lava gestupst. Wisst ihr, so langsam... Möchte ich euch einfach nur nehmen und den Hals umdrehen. Aber wir können doch über alles reden. Also. Ich habe die ganze Zeit probiert, schon diesen ekelhaften Norbert loszuwerden. Der war schon vorher. Was haben sie mit Norbert gemacht? Um den habe ich mich gekümmert, da brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Aber der hat doch nichts gemacht. Er ist einfach nur total bescheuert und eine komplette Nervensäge. Er ist ein lieber Kerl, er ist vielleicht nicht der Schlauste, aber... Norbert ist grenzdebil. Sagen Sie doch sowas nicht. Doch. Aber, okay, es tut uns ja, also mir tut's ja leid, ich... Niemand pisst eine Schule von oben nach unten voll und spielt Feuerwehr. Naja, schon. Er macht das halt, das ist sein Ding. Da. Also langsam, glaube ich, ihr wollt mich einfach nur veräppeln, ich weiß nicht genau, also... Ich werde mich jetzt auf jeden Fall nochmal zurückziehen und werde meine Sachen durchplanen. Also, wenn jetzt wir versprechen, dass wir nicht mehr mit ihren Plänen irgendwie... Nein, Fräulein, nein. Sie nicht können... Nein. Was haben Sie denn vor mit uns? Sie können es doch nicht für immer in den Zellen hier lassen. Hallo? Ja, aber die Zeit wird bald vorbei sein und ich brauche nicht mehr viel Zeit. Dann werde ich dementsprechend die Welt erobern. Aber was machen Sie denn? Lassen Sie uns einfach hier drin? Lassen. Ja. Ich meine, ihr habt eh nur eine gewisse Anzahl von Minuten, die ihr dementsprechend verweilen könnt. Aber ich habe es perfekt maximiert. Ich kann länger als ihr hier drinne sein. Ich bin okay. Hier schon sehr oft drin gewesen und ja, ihr seid okay. Vollidioten. Oh nein. Hey! Nicht so nett. So, jetzt können wir den nicht... Fresse. Wie sollen wir denn hier rauskommen? Wir müssen irgendwie verhindern, was auch immer er davor hat. Ich meine, das kann ja auch nicht sein. Hast du einen Plan? Ich sehe überhaupt nichts. Ist bei dir irgendwas, was... Nö. ...kein Eisen ist? Einfach... Hier ist einfach alles zugemauert. Meinst du, wir können durch das kleine Loch hier durchkriechen irgendwie? Nö. Oh, toll. Ist was Blödes. Ist hier jemand? Hallo? Nee.
Was ist mit Norbert? Normalerweise hat der uns doch immer geholfen, aber der ist jetzt auch irgendwo im Nirgendwo. Da oben ist ein Loch, siehst du das? Wo denn? In diesem blauen Kuppel. In der Kuppel? Ich sehe es nicht, nee. Aber selbst wenn, wie sollen wir zu dem Loch kommen? Hm. Ich meine, jetzt mal ernsthaft, wie? Das geht überhaupt nicht. Was ist? Hast du gehört? Ja. Das? Warte mal. Explodiert da was? Hä? Hä? Was ist denn da los? Hä, aber wo? Oh Gott. Ich glaube, ich war... Norbert? Oh! Oh, okay. Jui, jui, jui. Was hast du gemacht, Norbert? Hi! Was hast du gemacht? Ich habe mit meinen Freunden gespielt! Oh mein Gott, das ist... Oh Gott, oh Gott. Ja? Kannst du uns hier rausholen? Wieso? Wollt ihr nicht in der... Macht ihr keine Übernachtungsparty? Doch, wir wollen nur nicht in den Zellen hier sein. Ja? Ja. Okay. Okay. Oh nein. Oh. Oh, nee, das funktioniert so. Oh, okay. Und da seid ihr schon wieder frei. Und Meister Norbert, sind wir schon wieder auf dem Weg nach Hause und wir machen immer noch eine dicke Party. Oh Gott, nein, Norbert, oh, nein. Party, yay, Party. Oh mein Gott. Angel, yeah, boom. Oh, aber danke schön. Aber ihr müsst aufpassen, nicht, dass ihr runter... Oh nein. Oh Gott. Aber auf Norbert ist voll das, der holt einen da immer irgendwie raus. Man kann nichts dagegen sagen. Was ist es hier? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er das gebaut. Okay. Wir sind frei. Okay, wir müssen den Hausmeister aufhalten. Ich meine, wir sind ihn ja nur eingesperrt gewesen, damit wir seine Pläne nicht vereiteln können. Das heißt, okay, lass uns mal hier hinten lang gehen. Hier waren wir schon mal, oder? Erinnerst du dich? Flo, wo bist du? Ja. Ich bin gerade versteckt. Versteckt. Dann komm mal. Was für ein Krach da hinten? Okay. Hier ist zu. Hier ist zu, okay, da geht's nicht weiter. Es geht nur noch geradeaus in die andere Richtung. Oh, oh. War das nicht bei seinem Büro? Ich glaube, da war doch letztes Mal die Eier, oder? Oh, da ist er. Okay. Ja, die Finale. Muss ich nur noch die Kupplung einschalten? Oh Gott, was hat er denn jetzt schon? Dann werde ich schaffen. Okay, warte. Flo. Wir können ihn nicht weiter in der Welt lassen, das ist super gefährlich. Wir können auch nicht raus, also. Nee, wir müssen irgendwie verhindern, was er da immer macht. So, zack, 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 hier, das nehmen. Ich meine, das kann ja nicht sein, wir müssen... Muss das alles in die Spule packen. Okay, ich meine, mit der anderen Welt hat es ja auch geklappt, wo wir ihn in die Lava geschubst haben. Wir müssen ihn... Können wir ihn vielleicht einfach runterschubsen oder irgendwas, damit er nicht wieder hier zurückkommt? Das alles hier justieren. Was sollen wir? Ich meine, er scheint hier viel vorbereitet zu haben und ich will nicht, dass es irgendwie schief geht. Ich habe keine Ahnung, was er da baut oder macht. Aber ich glaube nicht, dass das allzu gut sein könnte. Ist er da? Hier muss das justiert mach werden. Du. Okay, ich mach. Dann da. Hey! Hey, was? Na? Na? Oh Gott. Okay. Oh, ich hoffe, das geht nicht allzu schlimm für uns aus, wenn wir in der Schule wieder sind und der Hausmeister weiß, wer wir sind. Aber der weiß ja nichts mehr nach, oder? Doch. Wir wissen doch auch alles danach. Oh nein. Okay, dann... hoffen wir mal aufs Beste. Oh Gott, ist der... Oh Gott, nein. Da. Ihr. Ihr seid die einfach ekelhaftesten Menschen und lästigsten. Ich würde euch am liebsten einfach... den Kopf nehmen, abreißen und ihn auf dem Spieß aufstellen. Aber wenn ich das machen würde, würde ich Ärger kriegen. Jetzt verschwindet ihr sofort! Okay, wir gehen ja schon. Oh Gott. Der ist nicht so gut gelaunt. Ich glaube, der kann sich doch erinnern. Oh Gott. Ja, der kann sich schon ganz schön gut erinnern. Ja, toll. Ihr kommt jetzt hier nicht mehr rein. Was? So. Pech gehabt. Oh Gott. Toll. Okay. Okay, toll. Ja, das wird okay, die Schule aus. In Zukunft deutlich schwieriger, den irgendwie bei irgendwas aufzuhalten. Toll, da freue ich mich ja schon drauf. Ich habe Angst vor dem.
Soll ich schon mal Brecheisen bestellen? Ich glaube. Gibt's die auf Amazon? Kann man die einfach bestellen? Gut, dass du fragst. Gibt es gute alte KX ovaler Querschnitt? Habe ich gehört. Hast du gehört? Ja. Ich meine, das trifft sich gut. Dann sehen wir uns morgen nach der Schule. 19 mm, richtig. Ich bestell schon mal. Bestell schon mal. Mach's gut, ciao. So, das war's auch schon mit dieser Folge Minecraft-Traum. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, das hilft mir sehr und zeigt mir, dass euch die Serie gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, lasst einen Daumen runter da, das hilft mir auch. Und genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Falls ihr was im Hintergrund hört, sind das nicht meine Katzen. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ciao.